Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zurück zu F1 23 und heute mit einer besonderen Challenge. Charles Leclerc hat gemeinsam mit EA Sports ein kleines Video gemacht, wo er in Monza eine Zeit aufgestellt hat, die ich heute versuchen werde zu toppen. Ihr wisst ja, in F1 2019 hatte ich die ein oder andere Begegnung mit Charles Leclerc. Er hat zweimal erwähnt. Dave is quick! Einmal recht entspannt, einmal sehr, sehr gestresst. Und wir gucken mal heute, ob das nach wie vor gilt. Ja, die Pro-Challenge von Leclerc. Eine 1.20.151 ist er gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier ja alles so hinhaut oder nicht. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Pfeifen haben wir natürlich alle aus. Zeitfahreinstellung, gibt es hier irgendwas Relevantes? Weiß ich irgendwie nicht. Aber wir gucken einfach mal. Wir sehen uns an der Strecke wieder. Also wenn ich es richtig sehe, haben wir einfach nur Standard Time Trial. Wir können hier sogar das Setup verändern. Ist ja die Frage, soll ich das jetzt machen? Soll ich das nicht machen? Zählt das dann alles für die Challenge? Wir probieren es einfach mal. Let's go. Also Time Trial in Monza bin ich noch nicht gefahren, glaube ich. Und, ja, Goldzeit haben wir da. 1.20.151. So, 63% Bremskraftverteilung kann man natürlich machen. Wir gehen mal ein bisschen runter. Oh, Delta ist auch direkt zur Goldzeit. Okay, interessant. Okay, da kam ich auf jeden Fall schon mal nicht gut aus der Kurve raus. Auto untersteuert auch ein bisschen mehr als sonst. Normalerweise fahre ich immer mit den Standard-Setups und dann mit einem Ticken mehr Frontflügel. Boah, ich bin halt echt langsam gerade. Oh Gott. Jetzt hat die Frage, probiere ich es weiterhin einfach mit dem Setup? Und hat er auch ausgeglichene Performance oder nicht? Das ist natürlich auch interessant. Ich könnte theoretisch natürlich auch den Red Bull hier einfach nehmen und sagen, ja, easy win. Mache ich aber nicht. Probier es erstmal mit der Ferrari-Performance, mit der regulären. Und nach Ascari fehlt immer noch etwa eine halbe Sekunde. Also in Ascari schon mal ein bisschen was aufgeholt. Oh Gott. Mal gucken, wie es jetzt ab Runde 2 läuft. Ah, diese und die nächste ist ungültig. Belastend. Ah, Rundenstart schon mal ordentlich. Ja, aus der ersten Schikane raus sieht es immer noch ganz gut aus. Habe ich den siebten vielleicht ein bisschen zu lang gezogen? Oha! Nein, aufs Gras gekommen! Nein! Egal. Chance ist noch da. Zwei Zehntel hinterher. Die Zeit ist übrigens 9000stel schneller als die von Charles Leclerc, glaube ich. Ich möchte Beschwerde einreichen in einem laminierten Zettel. Oha! Ascari-Schikane. Zeit rausgeholt. Komm schon, jetzt noch einmal in der Parabolika. Das muss passen. Nein! Ja! Ich komme näher. Alter, ist das eng. 43.000, so let's go. Also für mich ist die Challenge jetzt gerade einfach komplett mit dem Standard-Setup und so zu fahren. Oha! Kurve 1, 2, direkt ein bisschen Zeit rausgekitzelt. Let's go! Chance ist da. Bro, da sind vier Zeiten oben links jetzt. Egal, Lesmo, gut geschafft. Ah, das ist viel zu früh hochgeschaltet. Belastend. Oh mein Gott. Ja.
Worauf bezieht sich das jetzt? Auf meine Zeit oder auf Charles Leclercs Zeit? Ich glaube auf Leclercs Zeit. Es ist Third Cry, obwohl ich ins Gras gekommen bin. Yes, baby! Wir haben es geschafft. Geil. Alter, das ging schnell. That's what she said. Ja, Mann. Und das trotz Fehler. Also gut, auch unter diesen doch erschwerten Bedingungen keine gleiche Performance. Weiß nicht, ob er die benutzt hat oder nicht. Deswegen, ich bin mir jetzt mal vom Worst Case ausgegangen, ne? Standard-Setup, Ferrari Real-Performance, weil die ausgeglichene Performance ist ja nochmal schneller. Und. Wir haben es geschafft und wir kriegen auch Easy Peasy Lemon Squeezy seinen Helm als Belohnung. Finde ich cool. Ist die Frage, kann man den jetzt einfach so aufziehen? Und zum Beispiel im McLaren mit diesem Helm fahren? Das wäre doch irgendwie ganz witzig. Ja, nice. Ey, der sieht auch einfach cool aus. Der sieht halt cool aus und wir haben auch etliche Sachen für F1 World bekommen. Mal eine kurze Frage an euch. Nutzt ihr diese F1 World Features alle irgendwie? Gibt es Leute, die das F1 World Auto wirklich doch weiter tunen und versuchen, da ein besseres Auto auf die Kette zu kriegen? I don't know. Wenn ihr das selbst testen wollt, F1 World, dann hier bei den einzelnen Mehrspieler-Events rein in das Pro-Challenge Leclerc-Event und dann habt ihr das auch, wenn ihr es schafft, zeitlich. Ja, ansonsten könnt ihr anscheinend auch das Setup und so weiter und so fort anpassen und müsst dann nur noch in Monza eine ausreichend schnelle Runde fahren. So 13er Frontflügel oder so sollte echt gut knallen, 14 oder 15 vielleicht auch. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo, bis demnächst, da sehen wir uns wieder mit F1 23. Ciao, ciao.